Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, und zwar wieder mal World of Tanks, ja, und dieses Mal im Panther 8,8, das ist der mit der L71 KVK, also der Premium Panzer, der Tier 8er von den Deutschen, also der mittlere, und ich finde den schon mal so anfangs ganz okay. Ich spiele mich mit dem noch gerade so ein bisschen ein, schau wie der so ist. Und probiere mich damit ein bisschen. Also wie ihr seht, es ist mehr oder weniger die Gun vom Tiger, könnte man sagen. Vom Tiger 1, um genau zu sein, mit dem 203 Durchschlag und 240 Schaden, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und wenn ich nur mal kurz nachschaue, ja, ist es. Hat auch dieselbe Premium-Durchschlagskraft, also ist es der, ja, ziemlich sicher. Also die Kanone ist dann schon mal ganz gut, sehr genau, muss ich sagen. Das eigentliche, was wir uns aber auch in diesem Match anschauen werden, ist die, ich sag mal, Wendigkeit vom Panzer. Deswegen wollen wir gleich starten. Ja, und uns mal diese Wendigkeit anschauen, genauer. Und wie die dann so ist, das seht ihr jetzt gleich. Also ihr seht schon mal 7,74 Sekunden Nachladezeit, das ist eigentlich für so einen mittleren Panzer ganz in Ordnung. Wir fahren jetzt gerade 45 km/h, es wirkt aber irgendwie langsamer. Aber das ist einfach, weil die Heavys hinter uns herhinken wie sonst was. Was ich auch an der Stelle ganz kurz sagen möchte, bezüglich anderer Videos, jetzt haben wir ja hauptsächlich so World of Tanks und ein paar Game-Infizierte am Start. In der nächsten Zeit wird vielleicht noch ein neues Projekt starten. Ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr möchtet, könnt, werde ich auch noch ein paar GTA 5 Videos raushauen. Da wahrscheinlich aber dann auch nur spezielle, also nicht die Kampagne oder sowas, ich glaube eher weniger. Ich glaube weniger. Ich weiß es noch nicht. Ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben, hier mal drunter. Möchtet ihr GTA 5 auch die Kampagne komplett sehen? Weil das wurde ja jetzt schon von fast jedem gemacht. Deswegen, oder sollte ich da eher sowas machen wie mal schauen, Real-Life-Server oder jetzt sonstiges etc. Ich würde mich da auch nochmal informieren und gucken. Ansonsten, falls ihr es möchtet, könnt ihr es unter das Video hier schreiben. Falls nicht, dann eben nicht. Ansonsten jetzt wieder, um zurück zu World of Tanks zu kommen. Hier mit dem guten Panther. Ich dachte mir so und so, ich bin ein bisschen schneller, deswegen fahre ich gleich mal durch, mehr oder weniger, schaue, ob Feinde da sind, kann gleich mal ein bisschen spotten, was ja auch ganz gut ist und fürs Team finde ich nicht schlecht. Also bin ich direkt mal vorgefahren, habe ein bisschen gescoutet oder zumindest probiert zu scouten, habe aber keinen einzigen Kontakt bis jetzt. Und dann dachte ich mir mal, ja, dann mache ich das doch mal ganz einfach ein bisschen Sniper-like, ne? Um in den Tiger 2 schön hinten rein in den Motorbereich. Jetzt fährt er ein bisschen vor zurück. Der weiß gar nicht, woher die Schüsse kommen. Deswegen, das finde ich ganz lustig. Der schaut da nach rechts unten, aber checkt gar nicht, dass ich hier oben bin. Also, das ist eigentlich der optimale Sniper-Spot, wenn man nicht entdeckt werden möchte. Dann noch ein Schuss in die Hellcat. Also, ihr merkt schon, das ist ein ganz guter Sniper-Spot. Jetzt sehe ich aber gerade auf der Karte auch. Okay, jetzt haben unsere Teammates da einen Spot. Die Hummel hittet mich. Nicht so gut. Den Tiger 2, den ich da gesehen habe, der ist leider daneben gegangen. Aber ich denke mir, ja, okay, dann gehe ich mal wieder ein bisschen weg und hilf vielleicht meinem Team ein bisschen da. Ich sehe, der ARL hat schon ein bisschen was kassiert, so gesehen. Jetzt schaue ich mal direkt, ob ich da dem Churchill irgendwas anrichten kann. Ich weiß ja, dass der Churchill eine gute Panzerung hat. Trotzdem reicht es nicht aus für die Gun vom Tiger. Jetzt habe ich Auto-Aim angemacht und schieße einfach mal drauf und ich treffe. Normalerweise bin ich es gar nicht gewöhnt, mit Auto-Aim in irgendeiner Art und Weise zu treffen. Also das finde ich auch schon mal sehr beachtlich, dass er mit Auto-Aim einfach so ohne richtig zu zielen trifft. Also auch ohne Weak Spot etc. Das zeigt halt wieder mal die geile Gun von dem Panzer. Für den er ja bekannt ist, mehr oder weniger. Jetzt wieder hier Auto-Aim drauf schießen und während des Fahrens einen super Treffer gelandet. Also während des Fahrens macht mir hier gute Treffer, bin ich nicht gewöhnt. Der Tiger 2 finisht dann den T25-2 mit schöner Penetration und guten Damage, weil er die Top Gun drauf hat mit 320 Ding. Jetzt hier wieder, gerade im Moment, den Tiger 2 während des Fahrens einfach mal so eine gute Schelle reingebatzt, sag ich mal. Was jetzt aber so ein bisschen der Nachteil an dem Ganzen ist, dass wir haben jetzt schon 1433 Schaden gemacht, haben aber... ja, nur noch 569 Leben. Das war so ein bisschen das, was ich mir auch gedacht habe. Aua, low, ne? Jetzt wird langsam ein bisschen eng mit dem Leben.
Aber das ist einfach das Krasse an diesem Panzer ist, du fährst hin, schießt einmal und gibst gleich Damage Output. Jetzt habe ich gerade den IS-6 verfehlt. Und der Tiger 2 hat seine Kanone ein bisschen im Weg gehabt, aber ihr seht, der geht auch gut durch. Also die Kanone von dem Panzer ist echt nicht schlecht. Ist richtig gut eigentlich, muss ich echt sagen. Die Nachladezeit passt eigentlich auch perfekt, 7,74 Sekunden. Und da der Panzer sehr wendig und schnell ist, eigentlich super. Also eine super Kombination aus allem, außer Panzerung. Panzerung hat der Panzer echt wenig. Da kann man halt nicht mit viel anfangen, aber das ist mit den meisten mittleren Panzern so. Also 1668 Schaden im Hitlock oben links in 7 Treffern, also jeden Treffer, jeden Schuss getroffen. Ich dachte mir schon, dass die IS-6 so ein bisschen flankieren wird. Ich dachte mir, kann ich den ARL vielleicht noch helfen? Der noch 552 HP hat, jetzt noch 136 HP. Ich dachte mir, ja, der überlebt es noch und ich kann ihn retten, aber die Nachladezeit vom IS-6 ist einfach viel zu schnell. Daraufhin habe ich mir gedacht, okay, dann lade ich jetzt Gold. Aber mein Fehler, und das ist folgender, ganz einfach. Der Tiger 2 hat mir die Ketten abgeschossen, dann dachte ich mir, ich repariere das schnell, aber die schnelle Nachladezeit von dem IS-6 hat mich dann letztendlich gefinisht. Mit einem Damage Output in 8 Treffern von 1915 war es das schon, in den ersten 5 Minuten und 5 Sekunden so gesehen. Ihr seht oben, das gegnerische Team hat nicht mehr viel Leben, wir haben gut Damage gemacht, ja. Ich weiß nicht, wie viel waren es am Anfang. 12.000, ich weiß es nicht mehr genau. Also wir haben die Gegner gut runtergepusht vom Leben her, haben mehr oder weniger 2.000 Damage in einem Tier 8er, Schrägstrich 7er, Schrägstrich 6er Match. Ist schon ganz in Ordnung, wie ich finde, aber das schauen wir uns jetzt gleich dann nochmal in den Statistiken genauer an. Ja, letztendlich war es dann am Ende ganz gut. Der Hit vom IS, das war halt so nicht geplant, ich wollte da noch ausweichen, mit der Kette reparieren, aber hat nichts mehr gebracht. Egal, es war ganz in Ordnung, wie ich fand. Wir haben 67.000 gesamt bekommen und 1.000 EP. Letztendlich waren es dann aber nur 50.000, die wir bekommen haben. Ist aber ganz in Ordnung für den Panther. Also er hat keine großen Reparaturkosten. Wie ihr seht, das ist eigentlich alles noch im Rahmen. Ansonsten finde ich allgemein, dass er gut ist. Er ist schnell, er ist sehr wendig, sag ich mal. Er ist jetzt nicht schneller als die anderen mittleren Panzer der Deutschen, aber er ist viel wendiger als die mittleren, als die anderen, also verglichen zu den anderen mittleren. Deswegen würde ich sagen, es ist ein sehr guter Panzer, ein wirklich, wirklich effizienter. Mit, wenn man eine gute Karte hat, wenn man ein gutes Team hat, kann man auch gut Damage outputten. Ich habe jetzt hier in dem Fall 1915 gehabt. Das ist so der drittbeste hier im Spiel gewesen, das bin dann ich. Aber es war einigermaßen okay, also ich glaube, ich hätte jetzt da um einiges noch mehr rausholen können, wäre ich jetzt nicht so vorgepusht zum ARL, dann hätte ich mindestens noch die 2000er Marke knacken können, das ist klar. Aber ist ja egal. Letztendlich ging es ja um den Spielschluss und den hat man auf jeden Fall mit dem Panther mal was anderes als die ganzen schweren Heavies. Deswegen finde ich diesen ganz gut. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.